Dieses Wochenende werden die Herzen aller Bücherwürmer höher schlagen. Noch bis Sonntag findet die Buch-Wien-Messe 2014 statt. Und die Österreicher werden immer lesefreudiger. Zu den Buchtrends 2014 zählen vor allem Kriminalromane und Fachliteratur. Noch bis Sonntag steht die Messe Wien ganz im Zeichen des Buches. Die Buch Wien zählt seit Jahren zu den Aushängeschildern der österreichischen Literatur. Die Buch Wien ist das Leseevent des Herbsts, wo das Publikum sich über die aktuellen Neuerscheinungen informieren kann und Autorinnen und Autoren auf 8 Bühnen treffen kann, sich signierte Bücher holen kann und sich einen perfekten Überblick über alles, was sich im Buchhandel tut, bilden kann. Den Besucher erwarten aber nicht nur Verlage und Medienhäuser. Neben Lesungen und Buchpräsentationen stellen auch europäische Kulturinstitute ihre Arbeit vor. Wir haben mit Büchern essentiell und wesentlich zu tun, zum Beispiel über unsere Mediathek. Wir haben zahlreiche Bücher auf Französisch, auch viele Medien sowie CDs, DVDs und ein kulturelles Angebot, das mit der französischen Sprache wesentlich zu tun hatte. Auch die Buchtrends haben sich 2014 verändert. Die Österreicher greifen heuer eher zu heimischen Autoren. Dabei sind Kriminalromane und Fachliteratur besonders beliebt. Wir haben dem auch Rechnung getragen, indem wir internationale Krimigrößen hierher gebracht haben. Jo Nesbø, Don Winslow war hier. Aber auch die österreichische Krimiszene ist sehr prominent hier vertreten. Und das Publikum freut sich darüber, über spannende Literatur. Der Ansturm auf elektronische Bücher ist noch immer groß. E-Books machen dem klassischen Taschenbuch mehr Konkurrenz denn je. Darunter leiden auch viele Verlage. Ein großer Trend ist natürlich auch das E-Book, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat der Verlag irrsinnige Zuwächse zum Leidwesen und vom Taschenbuch. Taschenbuchmarkt geht eindeutig zurück, ja. Um auch Buchmuffel zum Lesen zu animieren, arbeiten die Wiener Büchereien eng mit den Schulen zusammen. Das Buchmobil soll dabei helfen. Es gibt Leseraten, aber wir kümmern uns speziell auch für Kinder, wo das Lesen in der Familie nicht so ist. Und da ist ein Schwerpunkt und das setzt mit Leseanfängerbüchern an und geht bis zu CDs und bis zu Filmen. Also wirklich ein breites Angebot. Der Besucherandrang ist 2014 größer denn je. Die Buch Wien ist noch bis Sonntag 17 Uhr geöffnet.